Tja, meine Lieben, wie ihr unschwer erkennen könnt, geht die Reise weiter hier in Dänemark. Wir sind jetzt zum Nachmittag nochmal zum Ox River gefahren. Der Eugenius und Konsorten kennen das ja noch nicht. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, die Anlage sollte man schon mal besucht haben, wenn man in Dänemark ist. Gerade das mit den Flussläufen ist, glaube ich, sieht man nicht so häufig, auch hier in Dänemark nicht. Und deswegen habe ich gesagt, machen wir nachmittags ein paar Stunden beim Ox River. Und hier werden wir natürlich alles geben, um ein paar Forellen auf die Schuppen zu legen. Euch nehme ich natürlich wie immer mit. Und dann schauen wir einfach, ob wir hier nachmittags bis zum Abend, also 4 Stunden haben wir gebucht, ob da der ein oder andere Fisch rauskommt. Ich bin selbst gespannt. Die Temperaturen steigen. Wir haben auch gut Sonne. Ob das förderlich ist, werden wir sehen. Wie gesagt, euch nehme ich mit, wir geben Gas, legen los, auf geht's. Tja Leute, angekommen, ersten 10 Minuten. Und diesmal ist es der Andi. Naturfarben in 70er, ne? Ja, ist sogar eine gute, ein guter Fisch. Das ist ein guter Fisch. Ja. Eingetütet. Eingetütet, Andi. Vielen Dank. Dickes Petri. Vielen Dank. Gummi hat es abgeschüttelt, ne? Passiert. Petri. Da ist sie, guck. Jetzt hat sie den Köder gesehen. Vor dir, 2 Meter vor dir, schon eine Dicke durch. Oh, da kommt eine von weiter weg. Ja, ja. Ah, hey, hast du es gesehen? Ja, ja. Hier sind bestimmt 6, 7 Stück, Alter, die so. Boah, ich hab's gesehen, mein Herz. Ich hatte schon Angst, dass die beißt, echt. Da war ein Biss. Ist immer noch hinterher. Ja. Guck mal, immer noch hinterher. Ja, wieder. So jung, Alter. Wie oft noch? Nochmal. Wieder. Geht hinterher. Jetzt ist abgedreht vom Rad. Das darf 4-mal attackiert. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Heftig, Alter. Erster Wurf, ne? Ja, so an der Strömungskante, ne? Ja Leute, die erste für mich hier bei Ox River. Kam jetzt auf den Blanki hier in der Strömungskante. Dürfte so eine Kilo sein. Ja Leute, da ist er nochmal. Blanki hier in der Strömungskante. Hat funktioniert. Brauchst auch nicht viel machen, also die Strömung. Schlepp einfach nur ganz langsam. Macht hier alles fast von allein. Da ist der nächste. Oh, das ist eine gute. Uiuiuiuiui. Nein! Ab! Nein! Schade. Ja, Leute. Ein paar Würfe später wieder hier auf dem Blanki. Ja,
Die Bisse sind so knallhart, ne? Das ist. Verjagst du dich. Ich würde dir hier empfehlen, nimm lieber einen richtig schweren Spoon. 3,5, 4 Gramm irgendwas und dann kannst du ihn hier in der Strömung halten. Das ist viel effektiver. Für Gummi brauchst du hier wirklich richtig dickes Tungsten. Oder du angelst die Strömungsränder ab. Guck mal, ich lasse ihn jetzt einfach in der Strömung stehen. Der arbeitet jetzt davon selbst. Ja. Guck mal. Und? Verstehst du, was ich meine? Ja, Leute, den Blanki einfach nur in der Strömung stehen lassen. Die Strömung drückt drauf. Der arbeitet da komplett von selbst. Oh, das sind keine schlechte. Und dann knallen die Forellen da drauf. Ganz, ganz simple Technik, aber hier an der Strömungspumpe absolut effektiv. Ne? Ist jetzt der dritte Fisch innerhalb von vielleicht 5 Minuten. Funktioniert hier richtig gut. Wobbler hängt jetzt hier natürlich im Netz. Immer noch der naturfarbene Blanki und der nächste Fisch im Netz. Kann so weitergehen, wa? Ja. Wenn Wasser drauf kommt, Wasserdruck, dann taucht er. Und wir haben hier eine Strömungskante, das heißt, ich lasse den einfach in der Strömung stehen und dann hacken die da drauf wie die Verrückten. Ne? Kurbel den 1-2 Meter runter. Und dann merke ich an der Rute, das vibriert hier an der Spitze. Dann weiß ich, dass er läuft. Lass den einfach stehen. Guck mal, der arbeitet jetzt wunderbar in der Strömung. Ja, soll er mal binden. Gibt jetzt eine Farbe, die rasiert. Ich weiß nur nicht, ob das der sinkende ist oder der schwimmende. Das musst du ausprobieren. Ja, das ist, glaube ich, der sinkende. Das ist der schwimmende. Der rasiert gleich richtig, wirst du sehen. Ja. Ausgemacht. Ne, jetzt habe ich angemacht. Ja, Leute, ich habe dem Daniel einen Blanki gegeben. In der Farbe 01. Er hat hier jetzt genau dasselbe gemacht wie ich. Also im Prinzip einfach nur, sage ich doch richtig, du hast einfach nur den Wobbler in der Strömung stehen gelassen. Also total simpel. Und wie effektiv das ist. Wir stehen jetzt hier 15 Minuten. Ja. 15 Minuten und das ist der vierte Fisch. Also die Methode funktioniert hier richtig gut. Ist er drin? Ist drin. Ist drin? Rolle auf. Ja, Leute, da seht ihr es auch nochmal. Blanki. In der Farbe 01, Oliv, hat sie sich hier richtig schön einverleibt. Ja, so ein Kilochen. Keine Riesen für dänische Verhältnisse, aber Spaß haben wir trotzdem, ne? Auf jeden Fall. Ja, dickes Petri. Petri, ja. Eugenius rettet seinen Köder aus dem Baum. Das ist eine sehr brisante Situation. Was man nicht alles für so einen 70er Mirax macht, war Eugen. Ja. Da klettert man schon mal über Abhänge. Ja, Leute, wir saßen jetzt hier gemütlich einfach nur auf der Bank. Und der Eugenius, was hast du, auf dem Berbi? Nee, auf dem Riesch. Auf dem Riesch. Ja, der Eugenius hat jetzt hier, ihr seht, ich schwenke einmal rüber. Wir sind immer noch hier an der Strömungspumpe. Er hat den Riesch einfach nur in der Strömung treiben lassen. Der Riesch funktioniert vom Prinzip genauso wie ein Blanki, also ist auch ein schwimmender Wobbler. Und dadurch, dass hier die Strömung drauf drückt, kommen immer wieder Forellen vorbei und stellen sich in die Strömung. Und ja, da ist er raus.
können wir noch einmal euch vor die Cam halten hier. Wenn wir den denn da rauskriegen, der hat sich da gut eingekeilt. Warte, ja, oder ich hab. Oder auch nicht. Jetzt, gleich, wenn du den Fisch raushebst, rammst du dir die Dinger in den Finger und das wollen wir ja auch nicht. So. Ja, da könnt ihr es nochmal sehen. Hier Riesch. Und ja, Eugen. Strömung stehen lassen hat funktioniert, wa? Läuft heute, ja. Läuft heute auf jeden Fall, ja. Petri. Petri, danke. Tja, Leute, die letzten 45 Minuten laufen. Und wir probieren jetzt hier nochmal die Hotspots von dem Flusslauf her oder von dem Bachlauf her, dem künstlich angelegten. Bin jetzt hier mit dem Eugen nochmal die Hotspots testen. Am Einlauf, also die, wo die Strömungspumpe durchschießt, hat Eugen noch auf dem Riesch eine gefangen. Und danach ging jetzt auch nicht mehr viel. Ich glaube, du hast noch eine Fehlattacke da, ne? Ja, der Eugen hatte auf dem Riesch noch eine Fehlattacke, das war's. Deswegen machen wir hier noch ein paar Wurf. In der Hoffnung, dass noch mal ein Biss kommt, also generell relativ schwer. Ich meine, es war einerseits abzusehen, weil wir erst ab 2 Uhr mittags angefangen haben zu angeln. Ist jetzt nicht die beste Zeit, aber jetzt hier in der Abendstunde, ist jetzt 17 Uhr, könnte doch noch die eine oder andere gehen. Und das wollen wir natürlich ausprobieren. Deswegen nochmal der letzte Rundgang hier beim Ox River für heute. Ja Leute, so wie das aussieht, hat sich das doch nochmal gelohnt, dass wir hier den Rundgang gemacht haben. Vielleicht ist das heute der letzte Fisch des Tages, den Eugenius hier drauf gekriegt hat. Hast auf dem 2 Gramm Spoon, ne? Ah, ein schönes Lechsle noch. Ja, Eugenius, noch mal eine Abenddämmerung. 2 Wurf hier. Ja, dickes Petri nochmal. Hat sich ja doch nochmal gelohnt, dass wir diesen Gang gemacht haben, ne? Nochmal kurz vor Schluss. Ja, Petri, mein Freund. Tja, meine Lieben, das war unser Ausflug hier beim Ox River. Ein paar Fischlein sind es doch geworden. Jetzt gerade zum Schluss, der Andi war am Teich 1 vorne. Der hat nochmal 3, glaube ich, tatsächlich gefangen. Also doch nochmal ein paar Fische dazugekommen. Ja, der Eugenius zum Schluss noch eine aus dem Pool gekriegt. Und ja, dann gucken wir mal. Die letzten Fische werden jetzt ausgenommen. Und dann gucken wir gleich mal rein, wie die Jungs fleißig die Fische ausnehmen. Tja Leute, ihr habt es gesehen, der Andi und der Kollege haben jetzt die letzten Fische noch sauber gemacht. Kleines Resümee noch zum Schluss über den Tag heute oder über den Nachmittag hier beim Ox River. Es sind tatsächlich ein paar Fische rausgekommen, allerdings waren es wirklich keine großen Fische. Ich glaube, im Schnitt hatten die so ein bisschen über ein Kilo, vielleicht 1,2, 1,3. Was aber sehr, sehr interessant war, ab dem Mittag ist der oder einer der Hotspots frei geworden, und zwar die Stelle beim Einlauf. Und da haben wir dann die Wobbler quasi in der Strömung treiben lassen, konnten relativ zügig ein paar Fische fangen, was sehr interessant war. Und ja, dann war es wie abgehackt und wir haben noch die letzten 45 Minuten eine Runde gedreht beim Bachlauf. Da hat Eugen in einem Pool noch eine gekriegt, also alles in allem wirklich ein sehr interessanter Abend hier beim Ox River, und damit lassen wir es heute gut sein. Wir müssen jetzt ungefähr noch 45 Minuten zur Unterkunft fahren und dann werden wir noch genüsslich zusammen speisen, das ein oder andere Getränk konsumieren, zu sich nehmen und den Abend ausklinken, und morgen geht es dann wieder weiter hier in Dänemark in der Hoffnung auf ein paar richtig schöne dicke Großforellen.
dann sehen wir uns im nächsten Video. Ihr bleibt gesund, habt Spaß am Wasser. Bis dahin, adios. Ciao.